Hallo Leute und willkommen zu dem Infovideo des Oktobers. Und zwar steht heute, steht diesen Monat an Outlast, was ich aber am Ende des Monats sozusagen als Halloween Special auf tue. Und zwar direkt nach Limbo, und zwar am 22.10.2016 kommt Outlast. Aber sehr, sehr, sehr oft kommt das dann. Also, jetzt nicht sehr oft, das heißt, dass 2-3 Mal in der Woche kommt Outlast. Wird wahrscheinlich dieses Ende des Jahres gehen, ich weiß nicht. Hab's noch nicht durchgespielt. Dann steht Ark noch ein kleiner DLC. Was heißt kleiner DLC? Der genauso viel kostet als Ark selbst. Ark Scorched Earth. Ark läuft ja zurzeit und ja, dann bin ich mal einfach Scorched Earth gekauft. Fand ich echt dumm, dass man das kaufen muss. Also 20 Euro genauso teuer wie das Spiel. Also ein bisschen teuer. Das hatte ich ja aber nicht immer so lange gemacht, denn Ark wird wahrscheinlich nur bis 18.10. gehen mit 14 Parts. Ich habe den Kick nicht mehr so bei Ark. Irgendwie, auch wenn das neue rausgekommen ist. Also irgendwie, ja, ich muss den letzten Partner aufnehmen. Es ist nicht mehr so, wie es früher war, also wie ich es empfand halt. Jetzt macht es irgendwie nur Langeweile und es gibt jetzt so viele geile Projekte wie Outlast, sonstiges Horrorspiel habe ich jetzt auch eine Genui immer. Sodass mal ein Horrorspiel kommt, also zum Beispiel jetzt Limbo, Outlast. Danach kommt Outlast Whistleblower übrigens. Danach kommt Layers of Fear. Danach kommt Until Dawn zum Beispiel. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall habe ich immer eine Let's Play Reihe, die mit Horror ist. Und ja, The Witcher, Fallout 4 geht sowieso bis Ende des Jahres. Mit den ganzen DLCs, oh mein Gott. So, dann haben wir noch die Loot Chest, habe ich gekauft. Die Loot Chest, vielleicht kennt das jeder. Es ist so eine Loot Box, das heißt, das ist so eine mysteriöse Box, die jeden Monat kommt. Man bezahlt Geld dafür. Wow. Und ja, da sind halt Sachen drin, die halt nicht so gut verkauft werden und aber halt als mysteriöse Box halt einfach denkt man so, was ist da drin? Mal ist da was Krasses drin oder was weiß ich. Mal ist das drin, weißt du, man weiß nie, was da drin ist und das finde ich mal cool. Habe ich jetzt mal bis Dezember gemacht, also ein 3-Monats-Abo. Oktober, November, Dezember. Wann die kommt, weiß ich nicht. Und ja, die Loot Chest Plus. Das heißt, ich bekomme auch ein Plus-Item, das 15, 20 Euro teurer ist. Weil die Gegenstände da drin sind teurer als die Box selbst, ne? Aber ob ich die jetzt behalten werde, weiß ich noch nicht. Ich habe es nur gemacht, ich gucke nie zur Kamera. Ups. Ich gucke nie zur Kamera. Ist echt, ich gucke mal auf den Bildschirm. Tut mir leid, sorry. So sorry. Ja. War mal stehen geblieben. Scheiße. Jetzt habe ich den Faden verloren. Und teilweise sind ja auch T-Shirts mit in der Box. Und ja. Auf jeden Fall freue ich mich auf das. Nur das Blöde ist, ich habe außerdem auf. Ich habe außerdem doppelt bestellt. Sagen wir es mal so. Doppelt bestellt, ich werde es aber im nächsten Monat, für den nächsten Monat kündigen. Das heißt, ich bekomme 2 Boxen. Ich würde die eine Box verkaufen, schätzungsweise so um die 25 Euro. Die wäre natürlich teurer, also die ist etwas teurer. Aber so 25, 20 so ungefähr würde ich die gerne verkaufen. Oder
verlosen oder ich weiß nicht, was ich daraus machen werde. Muss ich mal gucken. Aber es ist echt doof gewesen. Das war halt wegen, hatte ich beim ersten Mal bestellt, ne? Und am Ende kam halt Fatal-Error. Ich denke mal so, okay, versuch's nochmal. Aber das war wirklich eine Bestellung. Also ich habe gedacht, das wäre jetzt Fail oder so. Und ich habe es halt nochmal neu gemacht. Aber es war's nicht. Scheiße, wa? Jetzt habe ich die angeschrieben, dass die das entfernen sollen oder sonstiges, ich weiß nicht. Kam noch keine Nachricht und ja. Ist jetzt blöd. Naja, ich halte euch auf dem Laufenden und wir sehen uns dann im nächsten Monat. Es gibt natürlich Unboxing von der Loot Chest, ne? Ist klar. Aber wir sehen uns dann bis zum Loot. Bis zur Lootboxing. Bis zum nächsten. Tschüss.